Don't worry about me. I'm built like a tank. Fine, I won't. Let's go. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 6 in der Jake-Kampagne. Wir sind in der letzten Folge geflohen mit dem Schneemobil über die große, ja, über das große Schneegebiet im Endeffekt. Und dann haben wir einen Unfall gebaut, sind in diese Höhle gestürzt. Sherry ist auch mit dabei. Wow, nice acoustics. Watch your step. Und ich spiele den Abschnitt schon zum dritten Mal. Beziehungsweise dieses kleine Stück bis zu dieser Tür hier hin, denn ich hatte jetzt permanent Frame-Einbrüche, warum auch immer. Irgendwas stimmte mit dem Kabel nicht. Aber das hat sich jetzt hoffentlich... Ja, ich hoffe, ich habe es beseitigt, so muss ich sagen. So, also auf jeden Fall, jetzt geht's weiter hier in der Check-Kampagne und der Ustanak ist wieder mit in der Partie. Oh, der hat eine Keycard. Jesus Christ. What does it take to kill that thing? I think he's using those bugs to sniff us out. Be careful. Ja, also diese Käfer sind dafür da, dass der Ustanak uns einfacher findet. Die Käfer selbst können nichts. Das sind eigentlich ziemlich einfache Ziele. Oh, der kommt direkt auf mich zu. Dort ist der Ustanak. Ihr seht, hauft mal die Viecher. Ich kann auf diese Viecher auch schießen. Allerdings alarmiert das den Ustanak. Was nicht wirklich sehr intelligent ist. Das habe ich nämlich mal ausprobiert, ganz kurz. Ich muss nur warten, bis sich das wieder umdreht. Hinlaufen, Nahkampfangriff. Dann ist das Gebiet auch schon wieder frei. Mehr oder weniger. Da unten steht er. Und dreht seine Kreise. Er hat einen neuen Arm, ist mir aufgefallen. Er hat jetzt Bohrköpfe dran. Anstatt diese komischen Spritzen vom letzten Mal. Wobei ich mich ja schon die ganze Zeit frage, ist das dasselbe Ustanak wie vom Anfang oder gibt es mehr Ustanaks? Oder es ist, ja, so wie bei Mist X, da gab es ja auch irgendwie ein ganzes Bataillon davon, nicht nur einen. Nemesis war ein Einzelstück. Man muss nur aufpassen, dass ich da nicht in das Blaue da reinlaufe. Ah, dreh um. Jawohl. So, wieder einer weniger. Oh, 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 was für echt denn da? Da ist ein Flattervieh. Ich höre doch da was. Ja, ich will es gar nicht rausfinden, was das ist, was diese Geräusche verursacht. Runter oder hoch? Ich muss runter, aber ich gehe dann trotzdem mal hoch. Aha, eine Kiste. Jetzt haben wir... Oh, Schatz. 2000 Punkte. Da muss ich runter. Da müsste es hier noch etwas geben, oder? Rein theoretisch. Mal gucken, was das Vieh macht. Das dreht sich weg. Ich habe den Ustanak schon mal bekämpft. Ihr habt ja... Ah, da ist er. Ihr habt ja gesehen, wie viel der einstecken kann, der Hund. Mir fehlt irgendwie so ein Knopf. Nee, auf den baller ich jetzt nicht. Warum kann ich dahinter? Da muss es doch irgendwas geben, oder? Ah, da vorne. Shit, he found us. Scheiße. Quick, hide! Der Sherry. Okay, davon kann sich nicht mal eine gute Sherry mehr erholen von den Bohrköpfen. Okay. Der hat sie ja regelrecht da durchgelassen. Eieiei. Okay, es gibt da hinten auf jeden Fall etwas zu holen. So viel steht schon mal fest. Da war nämlich eine Truhe. Ich hätte nur nicht laufen dürfen, das war alles. Das war der Fehler.
Ah, du dummer Käfer, dreh doch um. Dreh um, dreh um, dreh um, dreh um. Jawohl. Das ist halt so eine Geduldssache, dieser Abschnitt. Aber ich finde den eigentlich ziemlich cool. Besser als Dauerballern. So. 2000 Punkte. Die nehme ich mit. Roger. So, ich sag einfach mal zu Sherry, sie soll da warten. Da kann ich mich am Stanag vielleicht vorbeischleichen und das Ding hier hinten klauen. Sherry, du bist okay, oder? Ja. Wunderbar. Eine Waffe mit Schalldämpfer wäre jetzt intelligent. Habe ich aber nicht. Das gehört nicht zu meinem Arsenal. Jetzt wäre ich beinahe reingelaufen, ich Idiot. Oh, hopp. Shit, he found us. Habe ich nicht gesagt, Shit, du sollst hinten bleiben? Ah, natürlich geht's hier wieder drauf. Da gebe ich ihr den Wartenbefehl und sie läuft trotzdem mit. Ah, wie dumm kann man sein? Mädel. Mädchen. Mädchen. Gut, dann gehe ich da nicht lang. Ich habe mich spontan umentschieden. Damit er mich nicht findet, müsste ich eigentlich theoretisch statt zu dieser Kiste da zurücklaufen, um mich darin zu verstecken. Get out of the way. Now's a bad time. So, hier nochmal hoch. Auf und hier runter. Sherry, du bist auch hier, wunderbar. So, da wollen wir hin. Wo bin ich denn hergelandet? Sieht aus wie so eine unterirdische Basis. Oh, Koop-Aktion. Ich sehe es doch. Aber sie geben die Waffe nicht aus der Hand. Jesus, guy doesn't miss a beat. Ah, der hört ja wirklich alles. Wow, wie der aussieht. Ja, Nemesis war auch verdammt schnell für seine Größe, genauso wie die Mr. X und die Tyrants, also. So abwegig ist das gar nicht. Oh, das ist so ein großes Gebiet. Voller Puzzle-Level her, guckt sich an. Warum hat keiner daran gedacht, einen Schalldämpfer mit einzupacken? So, das war Nummer 1. Ich muss mir nur einen Überblick beschaffen. Oh, komm, da fliegen zwei denselben Weg. Das geht ja durch die Wand. Jake, be careful. Ich bin immer vorsichtig, liebe Sherry. Das ist mir jetzt zu heikel, dass ich dem auch noch nachlaufe. Man soll sein Glück nicht herausfordern. Drei ist schon eine gute Bilanz. Vier ist übertrieben. Gucken wir jetzt auf jeden Fall hier unten erstmal die Truhe. Yeah, boah, 5000, jetzt aber. Nachdem die Fähigkeiten auch immer teurer werden, das sind 5000 wahrscheinlich nicht mal viel. Peanuts. Der fliegt weg, wunderbar. Batz. Boah, das war knapp, jetzt hätte ich mich beinahe noch verdrückt. Aber das war jetzt gar nicht so schwer eigentlich. Das war ziemlich easy. Sherry? Gut, dass die gute Frau von alleine kommt, wenn man sich dem Ziel nähert, also dieser Tür jetzt.
in dem Fall. Nicht so damals wie bei Shepard. Menü aufmachen, folge mir, bleib stehen. Gut. Gut, gut, gut. Oh, das sieht aber schon cool aus da mit dem Eis. Shit! Wieder so eine Sektion, wo man sprinten muss. Lauft doch, ihr beiden! Den Sprint rutschen, rutschen ist gut. Rutschen. Ha! Du bist zu fett. Ja, Kamera. Ich seh nichts. Scheiß Kamera. Oh, die Wand hält, Gott sei Dank. Wenn das der durchgebrochen wäre, wären wir weg gewesen, ey, ganz ehrlich. Aber zurück zu meiner Frage, sind das mehrere Stunkers oder ist das immer nur einer? Oh, wieder überall Eis. Das bedeutet, der hört mich jetzt da wahrscheinlich, oder? Sherry drückt nix. Keycard. Ah, da ist er. Ah, da ist die Keycard. We can't go anywhere without that key. Then let's go get it. Nutzen Sie die Schlüsselkarte zur Flucht. Willst du dir holen, Jake? Ich weiß ja nicht, kann mich. Hat der überhaupt Augen? Sieht mich der überhaupt? Oder geht der rein nach Gehör? Kann ich da irgendwie Sherry sagen, soll die Karte holen oder so? Oder ist es nur für Koop, dass der Spieler einen anderen Weg gehen kann? Das ist Sherry jetzt. Jake, I need you to distract him. Ja, genau. Wie soll ich ihn denn ablenken? Ferngezündeten Sprengplatz platzieren. Moment. Ach ja, er geht dann nach Geräuschen. Von dem her ist es gar nicht so cool. Hey, da gibt's haufenweise Waffen. Guckt sich an. Ach, das sind die Sprengsätze. Sherry. Hol die Keycard. What do you think of that, sucker? Quiet, he'll hear you. Also geht er nach Gehör anstatt nach Sicht. Aber man kann ja schon ziemlich einfach austricksen, muss ich schon sagen. Sherry, jetzt leg einen Zahn zu. Ah, Sherry macht das wie ein Profi. Ich wollte gerade sagen, das Piepsen hört er jetzt nicht, oder was? Gut, da muss ich gar nicht irgendwie drauf eingehen. Das wird gleich immer revidiert in der Cutscene. Super. So, nächste Tür. Gott, ich bin froh, wenn ich hier raus bin aus dem Bunker oder wo wir hier sind. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist der mit seinem Gesicht dagegen gelaufen? Boah, ich will es gar nicht wissen. Nächste Tür. Ich glaube, ich sollte mich beeilen. Sherry? Waren das jetzt 4 oder 5 Schläge, was er braucht für die Tür? Das haben wir nicht aufgepasst. Like a sales rep that won't take no for an answer. Ja, jetzt bin ich ein Staubserververtreter, ist klar. Nein, ich will nichts kaufen. Kauf meinen Staubsauger! Tsch, tsch, tsch. Ja, was würde denn Stanak mit dem Staubsauger machen? Wie knapp das gerechnet ist, ey. Ich sehe schon, nach Resident Evil 6 kann ich mir einen neuen Controller kaufen. Den ganzen Quicktime-Events. Eine Schneeraube. Sherry? Oh, ein Bohrkopf. Keine Schneeraube. Ein Bergbaugerät. I think this will stop him.
Oh, this is gonna be fun. Oh, voll, boah, ein Deck. Not so tough now, are you? Ah ja, ist trotzdem stärker. Wir brauchen in der Schule. Das ist gut. Got him now. Mach ihn weg, Jake. Mach ihn weg. Ah, tut der Finger schon weg. Ich werde wahrscheinlich jetzt das Game fällen, oder? Oh, sei nur der Zug weg. Er braucht noch ziemlich viel Sherry. Ein armes Gamepad. Ich hab doch gedrückt zur rechten Zeit, was soll das? Ah, schon wieder daneben. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt was. Ja, durch den Wanz. Lecker. Durch den Wanz. We did it. We beat him. Ich hab so das Gefühl, dass der noch lebt. Just barely. Findest du den Höhlenausgang? Ja, ein ziemlich böses Ende für so einen Kerl, oder? Naja. Bohrkopf durch den Bauch, warum auch nicht? So sparen wir uns ja nichts Munition. Yeah. Once we get out there, I'll radio for pickup. Ja, Tageslicht, endlich! Dann mach mal, Sherry. Oha. That's the rendezvous. About damn time. Jo, der lebt immer noch. Shots of yours packed one hell of a punch, lady. So, you're Wesker Jr. Wesker? You lost me. Albert Wesker was a colossal imbecile. A fool who tried to destroy the world. He was also your father. What? Which makes you heir to a very special blood type. Autsch! Wir sind Weskers Sohn, also. Ich hab's mir schon fast gedacht. Sie haben eine Erkennungsmarke erlangt. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter und gucken, was passiert. Ada Wong. Ada Wong, mehr muss ich nicht sagen. Ich sag nur Ada Wong. Jause. Die ist ja wirklich überall dabei, die gute Frau. 28.000. Ne, ich kaufe immer noch nichts. Ada Wong. Gehört sie zur Neo Umbrella? Fragen über Fragen. Sechs Monate später, 30. Juni 2013.
Mr. Mayor. Oh, easy, Lo Yao. I see how Hung Lao. Ladehemmung, ja? I need a weapon to kill assholes like you. Ich hab ein neues Hutstück. Toll. Ach, jetzt wird das Nahkampf, die Nahkampffähigkeiten erklärt, die ich eigentlich schon immer hingenommen habe, aber okay. Warum sind eigentlich solche Labors immer total weiß? Wenigstens bekomme ich ein Klo in meiner Zelle. Das ist auch schon was. Gut. Schalttafel, Schlüssel. Denk mal, das ist hier für die Schalttafel. Oha. Mit Hebel drin. Was sind das immer für Kristalle, die da aufsammeln? Goodbye, shitty prison cell. It's been a real slice of heaven. Warum nimmst du die Schusswaffe nicht mit? Warum nimmst du keine Schusswaffe mit, Jack? They must not leave the facility. Permission to use firearms has been granted. I knew she was here. Und alles in diesem komischen, milchigen Apple-Weiß. Na toll. Wirklich Bedrohung sind die Kerle nicht. Bam. Grafikfehler. Nett. Ah, daneben. Oh, der hat eine Schusswaffe, ja, was denn? Oh, kriegt er mir das Böse! Aua! Irgendwie haut das nicht so hin, wie ich das möchte. Kann mir natürlich auch keiner helfen, weil Schiller nicht da ist. Ah, tut mir nix. Ja. Ja, das mit den Kombos ist gar nicht so einfach, wie man meint. Ist ein bisschen hakelig, das Nahkampfsystem. Schon ein kleines bisschen. Dann kommen Sie aus dem Gebäude. Goodbye, shitty prison cell. It's been a real slice of heaven. Naja, hier mit deinen Schusswaffen.
Ich muss nicht durch die Facility. Ich wusste, dass sie hier war. Okay, wir sind anscheinend mit Sherry im selben Labor. Ja, es funktioniert ganz gut, wenn man sich dran gewöhnt hat. Zwei, wir nur keine Ausdauer. Da, nimm das. Ich brauche Ausdauer für meine Nahkampfangriffe. Ich hab keine mehr. Ach, bis der Balken wieder voll ist. Jetzt halt. Ah, Machete ins Kreuz ist auch nicht gut. Ja, wenn du die Ausdauer ausgeht, hast du ein Problem. So wie mir jetzt, im Endeffekt. Kannst dich nicht mehr wehren, das ist schon ein bisschen blöd. Bisschen blöd ist das hier schon. Ja, check, dafür haben wir Zeit. Schiebe einfach. Schieb. Die warten schon dahin. Oder auch nicht. Er ist nicht ein kleiner Mann, hä? Hey. Wieder keine Ausdauer. Dann machst du drei Angriffe und der hat keine Ausdauer mehr. Was bist du denn? Wesker war viel cooler. Und Wesker war doch kein Wahnsinniger, nicht? Das war ein Visionär, ja? Sagt man heute zumindest. In bekannten kleinen Kreisen. Die Frage ist ja, ob Jack auch wirklich das Potenzial hat, so zu sein wie Wesker. Das wäre schon interessant. Sonnenbrille am Mantel fehlt halt noch, aber sonst. Oh, automatische Geschütze. Das sind mehrere. Das ist dem anderen Kerl gar nicht stört, wenn ich da baller. Oh, guck mal hier. Da ist Scheibe. Das ist anscheinend die Lobby von dem Gebäude. Ach, das ist Sherry. Ups. Jetzt wollte ich schon Sherry abballern. So, die Frage ist, wo kommt die gute Sherry jetzt raus? Das ist die Umkleide, da ist sie rein. Na, komm noch ins Eck. Kommt die gute Sherry überhaupt da vorbei? Oder eher nicht? Das ist natürlich die Frage. Das sieht nicht so aus. Ich hätte aber ganz gerne mein ganzes cooles altes Zeug wieder, wenn es geht. Sprich Mantel, Hosen, Schuhe, Socken und so Sachen. Ach Gott, ich brauch den Code. Ich hab den Code nicht. Wo hätte ich denn jetzt den Code her? Gab's da irgendwo einen Hinweis? Komische Sternquadrat, Kreis, Dingsbums und Sternquadrat. Okay, probieren wir das noch kurz aus.
Falscher Knopf. Sternquadrat. Dieses Ding. Sternquadrat. Jawoll. Gar nicht mal so schwer. Aber liebe Leute, wie es weitergeht hier in Jakes Kampagne, das erfahren wir in der nächsten Folge von Resident Evil 6. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage immer, stay tuned and so long.